willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute gibt es mal ein neues Video zum Akinator. Das wurde sich wirklich recht häufig gewünscht. Und wenn du da draußen mehr ASMR, ja, ich nenne es mal Gaming, möchtest, dann lass doch gerne mal einen Kommentar mit deinem Spiel da, was du sehen möchtest. Und ein Daumen nach oben, der zeigt mir nämlich, dass ihr mehr sowas sehen wollt. Worum geht's beim Akinator, wer es nicht kennt? Ich krieg gleich Fragen gestellt zu einer Person, die ich mir selber im Kopf aussuche. Und der Computer bzw. der Akinator versucht dann, diese Person zu erraten. Und ich werde euch am Anfang immer so ein, zwei Tipps geben, damit ihr selber mitraten könnt. Und mal schauen, vielleicht seid ihr ja wirklich schneller als der Computer. Okay, dann würde ich sagen, wir springen jetzt rüber ins Spiel und ich wünsche euch viel Spaß. So, fangen wir an mit der ersten Person. Wir nehmen Figuren. Zack, Figuren. So, jetzt kommt die Frage, ist deine Figur weiblich? Und ich möchte euch jetzt am Anfang, wie ich es bereits angekündigt hatte, immer mal so ein paar kleine Tipps geben, okay? Und in diesem Fall gebe ich euch den Tipp A, es ist eine männliche Person. Und B, sie ist durch Serien bekannt, beziehungsweise durch eine Serie bekannt. Okay, fangen wir an. Ist deine Figur weiblich? Dementsprechend nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Nein. Existiert deine Figur wirklich? Und da kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Nein. Es ist eine fiktive Person. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Auch da nein. Trägt deine Figur überhaupt Schuhe? Berechtigte Frage, aber ja. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Wie ich euch bereits angekündigt hatte, geht es hierbei um eine Serie und deswegen nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein. Ist deine Figur eine Zeichentrickfilmfigur? Vielleicht? Nö. Hat deine Figur etwas mit einer Fernsehserie zu tun? Da kommen wir der Sache schon ein entspanntes Stückchen näher. Ja. Hat deine Figur ein Handy? Ich kann euch sagen, mehr als eins. Hat deine Figur etwas mit Übernatürlichem zu tun? Manche würden sagen, vielleicht ja, aber nein. Trägt deine Figur eine Waffe? Nein. Spielt deine Figur in einer Comedy-Serie mit? Die 13. Frage und wir nähern uns langsam der Antwort. Habt ihr es vielleicht schon? Hast du es da draußen schon? Denn es stimmt, Comedy-Serie. Ist deine Figur auf ProSieben zu sehen? Ja. Stammt deine Figur aus Afghanistan? Nee, da muss ich dich leider enttäuschen, das stimmt nicht. Ist deine Figur größer als 2 Meter? Ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich würde einfach behaupten, nein. Ist deine Figur ein Wissenschaftler? Nein, es ist nicht Sheldon Cooper von The Big Bang. Oder irgendjemand anders. Ist deine Figur sympathisch? Also mir persönlich ja. Hat deine Figur in einer Serie, die in New York spielt, mitgespielt? Oh, shit. Ich glaube, wer hat uns am Schlawittchen? Ja. Stammt deine Figur aus Frankreich? Nein. Wohnt deine Figur in einer WG? Nein. Spielt deine Figur Rockmusik? Nein. Ist deine Figur in einem Tag-Team mit Sin Cara? Jetzt muss ich persönlich freilich einfach mal googeln, was Sin Cara ist. Sin Cara.
das ist ein Wrestler. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, was die Antwort ist. Nämlich ein Ja. Nee, Spaß, nein. Gehört deine Figur zu einer Gruppe von 5 Personen? Ja, okay, ich geb's dazu. Mag deine Figur Blumen? Ich glaube, der mag nichts, was sich bewegt. Ich denke an Swale alias Barney Stinson alias Neil Patrick Harris von How I Met Your Mother. Was denkt ihr, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich meine, New York, 5 Leute würde passen, ne, und Comedy-Serie. Stimmt das? Meinte ich wirklich, Monsieur Swally? Ja, ist richtig. Gefunden. Hebebura. Ja, ne? Es ist halt. How I Met Your Mother ist halt eine meiner absoluten Lieblingsserien und die Comedy-Serie für mich einfach absolut genial. Das letzte Mal gespielt, also insgesamt wurde die Person 30.499 Mal gespielt und am letzten Mal am 24.11., also heute. Nee, Moment. Nee, nicht ganz. Egal. Spielen erneut. Wir spielen noch eine weitere Runde. Und am Anfang wieder ein Tipp, beziehungsweise 2 Tipps. Als erstes, es handelt sich um eine Frau, also weibliches Geschlecht. Und als zweites, bekannt ist diese Person durch YouTube. Okay. Können wir weitermachen? Könnt euch ja jetzt den ersten Gedanken vielleicht schon mal einholen und dann gucken wir mal, ob das stimmt, was ihr im Kopf habt. Okay. Ist deine Figur weiblich? Wie bereits angekündigt, ja. Kennst du deine Figur persönlich? Nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Ja. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Nein. Macht deine Figur Zaubertricks auf YouTube? Nee. Ist deine Figur ein Gamer? Das kann ich zwar jetzt nicht verneinen oder verjahren, aber ich sag nein, ich denke nicht. Hat deine Figur einen Song von Tokyo Hotel gesungen? Nein. Hat deine Figur mal Basketball gespielt? Zumindest ist die Person nicht bekannt dafür, deswegen nein. Ein Haustier? Weiß ich nicht. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Ist deine Figur dick? Nein. Arbeitet deine Figur bei einem Technikunternehmen? Nicht bekannt, also. Wohnt deine Figur noch bei den Eltern? Nein. Hat deine Figur Kinder? Nein. Kennt man deine Figur von Galileo? Das wäre mir nicht bekannt. Hat deine Figur schwarzes Haar? Ja, nee, das ist nicht schwarz. Spielt deine Figur in einem Film mit vielleicht? Nö. Hat deine Figur rote Haare? Nö. Ey. Ist deine Figur verheiratet? Nein. Spielt deine Figur Cello? Nein, also nicht bekannt. Trägt deine Figur oft und viel Schminke? Das will ich nicht beantworten, weil es ist eigentlich nicht viel, was man sieht in den Videos. Ich kenne die Person nicht persönlich, deswegen. Hat deine Figur ständig eine neue Frisur? Nö. Macht deine Figur oft Witze über sich selbst? Nö. Ist deine Figur mit jemandem zusammen? Ich glaube, mal gehört zu haben, ja. Jana, Jana Xnell. Kenne ich nicht, ist nicht richtig. Weiter. Fortfahren. Hat deine Figur einen Freund, der berühmter ist als sie? Nein. Wurde deine Figur in Bottrop geboren? Ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht. Macht deine Figur Beauty-Videos? Nein. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Immer noch. Macht deine Figur ASMR-Videos? Ja. Bist du mit deiner Figur verwandt? Nein. Ist deine Figur vielleicht blond? Nö. Macht deine Figur Comedy auf YouTube? Immer noch nein, also. Hat deine Figur verrückte Haarfarben? Nö. Macht deine Figur Challenge-Videos auf YouTube? Ist deine Figur blond?
Jetzt mal ernsthaft, ist die nicht wirklich blond vielleicht? Nein. Trägt deine Figur einen Turban? Ich glaube nicht. Hat deine Figur etwas mit Reitsport zu tun? Nee, eigentlich nicht. Die denken an Dory Acemar. Interesting, dass man von jetzt auf gleich auf die Person kommt. Glaubt ihr? Ich meinte Dory. ASMR gibt's ja jetzt 30.000 Leute. Dori. Richtig. Tatsächlich meinte ich sie. Ich wusste tatsächlich nicht mal, ob es sie beim Akinator gibt. Das war jetzt ein reiner Gamble. Tatsächlich aber. Tada. Gefunden. Halleluja, ich hab Glück gehabt. Ja, Dori meinte ich. Ich weiß halt nicht alles von ihr. Ich meine, ich schaue nur zwischendurch ihre Videos. I know. Weißt du, keine Ahnung. Deswegen. Aber gefunden. Wart ihr schneller? Der Akinator hat ja schon recht lange gebraucht. Also, vielleicht habt ihr es ja eher gefunden. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Runde spielen. Und diesmal handelt es sich um eine Frau. Wieder. Die ist weiblich. Und sie ist aus einer Filmreihe bekannt. Okay, eine Filmreihe ist die Frau bekannt. Okay, Filmreihe, Reihe, nicht einzelne Filme, Filmreihe. Ich kenne die aber auch nicht persönlich. Und die lebt auch nicht in Deutschland. Gibt es die Person in der Wirklichkeit? Nein. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Sorry, ich bin kein Manga-Anime oder alles Fan. Nein. Stammt deine Figur vielleicht aus einem Videospiel? Nein. Ist deine Figur vielleicht ja eine Zeichentrick-Filmfigur? Nö. Besitzt deine Figur etwa übernatürliche Fähigkeiten? Hater würden sagen ja. Hat deine Figur in Harry Potter mitgespielt? Oh shit. Ich glaube, wir haben da ein kleines Problem. Ja. Ist deine Figur ein Schüler? Kommt deine Figur aus dem Balkan? Was? Nein. Hat deine Figur einen Pfeil ins Knie bekommen? Nein, ich glaube nicht. Wohnt deine Figur in Amsterdam? Nein. Ist deine Figur ein Reiter? Nein. Kann deine Figur tanzen? Keine Ahnung. Ist deine Figur böse? Jetzt trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Nein. Unterrichtet deine Figur vielleicht? Wurde deine Figur getötet? Spoiler-Alarm. Gut, Harry Potter ist mittlerweile schon ein paar Jahre draußen, aber nein. Hat deine Figur schon mal geheiratet? Hat deine Figur mehr als zwei Kinder? Oh shit, das wird knapp jetzt langsam. Ja. Ist deine Figur älter als du? Ich bin persönlich 24 und ja. Ist die Haarfarbe deiner Figur naturrot? Moment, Kinders, ich muss gucken. Ich habe gerade das Bild nicht im Kopf, wie sie aussieht. Ja, doch, kann man schon so sagen. Es ist so ein Mischmasch. Ja, komm. Ich denke an Molly Weasley, die Mutter von Fred, George, Percy, ach, allen von den 50.000 Weasleys. Ist das die richtige Person? Rons Mutter, hier beim Akinator bei uns in meiner Folge. Ernsthaft? Das ist richtig. Molly Weasley war mein Ziel und ich wollte gucken, wie detailliert ganz der Akinator. Okay, Molly ist schon eine Hauptfigur irgendwo, aber auch jetzt nicht so relevant. Ich hatte erst überlegt, Ginny zu nehmen, aber das wäre zu einfach gewesen, glaube ich. Und welches Bild? Das ist mir eigentlich ziemlich egal.
Nehmen wir das hier, komm. Deine Wahl wurde gespeichert. Chaka. 10.000 Mal und 256 Mal, 10.256 Mal gespielt. Respekt. Ich hatte tatsächlich erst noch jemanden anderen im Kopf, und zwar Gilderoy Lockhart, der Typ aus dem Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens, der dort der Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste war, der Mann, der eigentlich alles erfunden hat, beziehungsweise von anderen geklaut hat. Aber ich dachte mir, okay, das könnte schon sehr tief in die Materie Harry Potter eingehen und ob dann irgendwo der Akinator das noch herausfindet, wage ich zu bezweifeln. Aber okay, ich würde sagen, aber eine Runde geht noch, oder? Ja, eine Runde geht, glaube ich, mindestens noch. Machen wir weiter. Machen wir weiter und ich muss mir überlegen, dieses Mal ist es eine männliche Person. Okay. Eine männliche Person. Und jetzt heißt es überlegen, es ist eine Person, die durch Fußball bekannt wurde. Und ich sage euch so viel, nicht sympathisch. Also die Person wahrscheinlich schon, aber viele dürften jetzt wissen vielleicht schon, in welche Richtung es geht, aber den Spieler vielleicht noch nicht erraten haben. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Nein. Ist deine Figur älter als 30? Ja, nee, nicht ganz. Kennst du deine Figur persönlich vielleicht? Ja, nein, kenne ich nicht. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Auch das kann ich verneinen. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Oh, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja. Spielt oder spielte deine Figur mal beim BVB? What the fuck? Ja. Hat deine Figur eine eigene Marke? Nö. Ist deine Figur blond? Nein, es ist nicht Erling Braut Haaland. Trägt deine Figur eine runde Brille? Wer trägt eine runde Brille beim BVB? Nicht, dass ich wüsste. Ist deine Figur volljährig? Nein. Ist deine Figur ein Lebensretter? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Sie. Ist deine Figur vom Fußballverein BVB 09? Ja. Es war einfach, oder? Also Real Talk, das war einfach. Es geht hier um den jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten mit 16 Jahren und einem Tag, wovor ich unfassbar Respekt habe. Es geht um Youssoufa Moukoko. Ist richtig. Ist absolut richtig. Was ein Typ einfach nur. Also mit 16 Jahren, vielleicht seid ihr noch keine 16 oder ihr seid mittlerweile über 16. Was habt ihr an dem Tag gemacht? Also er hat einen Tag später Fußball gespielt in der Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin. Ich bin 24 und sitze hier. Es ist richtig, auf jeden Fall. GG dafür. Machen wir aber weiter mit noch einer wirklich leichten Person. Aber ich möchte mal schauen, wie schnell der Akinator sowas wirklich Leichtes findet. Und zwar geht es um eine männliche Person, die durch Sport bekannt wurde. Ich kann euch aber sagen, nicht durch Fußball, okay? Es ist eine ganz leichte Person. Ist nicht weiblich. Ist die Person in Deutschland vielleicht geboren worden? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Diese Standardfrage, die ich hier mit Nein beantworte. Und ist deine Figur älter als 36? Ja. Ist deine Figur vielleicht auch älter als 60? Nee. Hat deine Figur eine eigene Fernsehshow? Leider nein. Hat deine Figur jetzt vielleicht etwas mit Sport zu tun? Ich meine, macht ja Sinn. Ja, wie ich euch schon angekündigt habe, ja. Ist deine Figur dank der Fußballwelt berühmt? Hat er zwar auch mal was gezeigt, aber nein. Ist deine Figur größer als 1,50 Meter? Ja. Wurde deine Figur an der Nase operiert? Das kann ich euch ehrlicherweise gar nicht beantworten, ich weiß es nicht. Veröffentlicht deine Figur Anrufe? Nein. Hat deine Figur etwas mit Autos zu tun?
potenziell. Ist deine Figur gut in Minecraft-Parkour? Bad? Nein. Kommt deine Figur aus einem Spiel? Nö. Lebte deine Figur früher auf einer Farm? Ich hab keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Braucht deine Figur Heilung? Ja. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt dienlich ist für die Antwort auf die Frage, auf die Person, aber die braucht Heilung. Lol. G. Ich denke an Michael Goat Schumacher. Hättet ihr es eher gewusst? Ich bin gerade ehrlicherweise überrascht. Ich meine ja, dass das jetzt nicht so super duper super total schwer ist, ist mir auch bewusst. Aber dass man da jetzt dann so nach der Heilung drauf kommt, nice. 346.692 Mal gespielt. Let's go. Michael Schumacher, unabhängig davon, dass Lewis Hamilton mehr Titel holen wird, dass er mehr Siege hat mittlerweile und so weiter. Für mich im Herzen einfach der greatest of all time. Und ja, es ist so schade, dass halt so ein Mist passiert ist, ne? Und damit möchte ich es auch jetzt dabei belassen. Der Akinator hat es mal wieder geschafft, alle fünf herauszufinden. Wart ihr bei manchen schneller oder habt ihr manche nicht herausgefunden? Es würde mich sehr interessieren, schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr drauf gespannt und hoffe natürlich, dass dir da draußen das Video ein wenig gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend und eine gute Nacht, wenn du jetzt draußen schlafen gehen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Haust rein. Ciao. Komisches Ende. Bleibt jetzt so.